Nein, in Hamburg hat es nicht angefangen zu schneien. Stattdessen dreschen hier auf St. Pauli hunderte Menschen mit Daunenkissen aufeinander ein. Die Kissenschlacht ist eine Protestaktion. Von Randalierern wollen sich diese Demonstranten aber klar abgrenzen. Ich finde einfach friedlichen Widerstand cooler als aggressiven Widerstand. Zuletzt ging es hier noch brutal zu. Nach heftigen Ausschreitungen im Dezember richtete die Polizei vor einer Woche deswegen eine Gefahrenzone ein. Dort dürfen die Beamten Aufenthaltsverbote aussprechen und Bürger ohne konkreten Verdacht kontrollieren. Diese Sonderrechte passen vielen Hamburgern gar nicht. Sie fühlen sich überwacht und zu Unrecht verdächtigt von den Beamten. Dass die Polizei die Gefahrenzone mittlerweile verkleinert hat, reicht den Demonstranten hier nicht. Sie wollen die Sonderzone loswerden, und zwar ganz.